unseren Pearl-TV-Ratgeber zu gucken, ist richtig clever, denn da geben wir Ihnen nicht nur Ratschläge, wir beantworten auch Fragen, die sich viele stellen in diesen Tagen. Viele sehen diese Solarpaneele überall aus dem Boden schießen, sei es in Form von so Solarparks. Die Nachbarn haben vielleicht ihre Dächer aufgestockt und da stellen sich viele die Fragen, wie kann ich denn aber auf einfache Art und Weise unter die Stromproduzenten gehen? Wie kann ich günstig Strom produzieren, auf kleinem Raum, vielleicht auch als Mieter? Ja, um diese Fragen geht's hier und wir haben die Antworten in Form von cleveren Produktkombinationen für Sie dabei. Starten tun wir mit Fensterbank-Solaranlagen, denn Sie brauchen nicht mehr als einfach nur ein Fenster und eine Fläche vielleicht darunter, um selber Strom zu produzieren. Und das bringt einen großen Nutzen, oder Ralf? Ja, natürlich. Und jetzt können wir so wirklich sagen, die ersten beiden Anlagen, die wir hier zeigen, sind die Solaranlagen für jedermann. Weil ich behaupte jetzt einfach mal, dass jeder, der eine Wohnung hat, auch ein Fenster hat, was dafür prädestiniert ist. Und das, was Rebecca gesagt hat, dass man sieht, wie überall Solaranlagen aus dem Boden schießen, im Prinzip ist keine Einbildung. Über 1 Million neue Solaranlagen wurden privat im Jahr 2023 eben errichtet. Also ist es absolut im Trend und meiner Meinung nach auch absolut notwendig, dass man Strom selbst erzeugt, weil die Preise gehen ja gerade deutlich hoch in wenigen Tagen. Die nächste Preiserhöhung, Stichtag da, der 1. April. Über 100 Netzanbieter haben das angekündigt. Aber schlagen Sie den Preisen ein Schnippchen, indem Sie nach Ihren Möglichkeiten selber Strom erzeugen. Und schauen wir uns die erste Anlage an. Hier ist unser Studiofenster, beziehungsweise hier haben wir es mal kurz animiert. Unter die Fensterbank, außen selbstverständlich, kommt das Solarpanel. Das hat eine Leistungsaufnahme von 60 Watt. Kabel und Adapterkabel sind alle dabei. Und das wird dann innen mit dem Stromspeicher verbunden. Und dieser Stromspeicher speichert die Sonne den ganzen Tag über. Und Sie können dann zeitversetzt oder auch während die Sonne noch scheint den Strom entnehmen. Für zum Beispiel Ihre USB-Geräte oder auch für elektrische Kleingeräte mit einer Leistung bis zu 100 Watt. Und jetzt kommen wir da mal ganz zu Beginn auf den Preis zu sprechen. Das ist eine autark funktionierende Photovoltaikanlage für 139,90 Euro. Jetzt kommen wir zu dem, was Rebecca gesagt hat. Wir zeigen Ihnen auch, wie es bezahlbar ist. Also das ist auch nicht so oft der Fall, Ingo, dass wir Solaranlagen für unter 140 Euro anbieten können. Ja, habe ich noch nie gesehen. Mir ist auch nichts bekannt, was annähernd an diese Preislage rankommt. Sie bekommen ja im Prinzip ein komplettes Solarkraftwerk. Sie sammeln die Energie ein und können die dann benutzen. Und alles, was Sie da benutzen, ist Solarstrom. Wie viel Sie da heute zusätzlich noch mal als TV-Sonderpreis sparen, schauen wir uns mal eben bei pearl.de an. Da sind wir bei knapp 200 Euro. Sie zahlen heute, jetzt in dieser Sendung, nur 139,90 Euro. Das ist einfach Wahnsinn, der Preis. Der ist einzigartig, das kann man sagen. Und hier braucht man auch über die Refinanzierung gar nicht mehr zu sprechen, weil das ruckzuck von ganz alleine kommt. Sie müssen natürlich ein bisschen diszipliniert sein, weil der Speicher, der muss natürlich nicht auf der Fensterbank stehen, das möchte ich nochmal erwähnen. Der steht nur hier bei uns so, um die Zusammengehörigkeit zu zeigen. Aber Sie müssen den Speicher auch nutzen. Und wenn Sie dann in Zukunft, und ich möchte Ihnen auch mal die Front zeigen, eben nur mal Ihre USB-Geräte, also Handy, E-Book-Reader, wieder vielleicht einen Laptop oder Ähnliches hier laden, ist schon ein Riesenschritt getan, weil Sie kennen den Satz, Kleinviech macht auch Mist. Und das übers Jahr verteilt, gibt eine enorme Summe, die man sich so am Tag überhaupt nicht vorstellen kann. Aber eben damit ist man prädestiniert, das zu sparen. Und Sie sehen es am Griff, fest installiert und damit 0% Mehrwertsteuer. Heißt nicht, dass dieser Speicher hier stehen bleiben muss und festgenagelt werden muss. Nein, den stellen Sie auf dorthin, also in die Nähe des Fensters, soweit das Kabel reicht, wenn er aufgeladen werden soll. Wenn nicht, entnehmen Sie einfach den Stecker und jetzt sind Sie flexibel. Und dann können wir es zum Beispiel bei euch auf den Tisch stellen, Lampen damit betreiben, den Laptop aufladen, USB-Geräte damit aufladen und. Sie haben also diese Flexibilität. Wenn ich jetzt gerade im Nebensatz von 0% Mehrwertsteuer gesprochen habe, wir werden das nochmal genau erklären, warum, aber im weiteren Verlauf der Sendung, bei den nächsten Anlagen, die wir Ihnen zeigen, ist das noch relevanter. Deshalb verschieben wir es dahin. Bisschen Geduld, wer nicht weiß, wann 0% Mehrwertsteuer gelten. Aber das ist ein Festeinbau zu Hause. Da haben wir das noch. Und das ist ein weiterer Preisvorteil. Wir haben den Preisvorteil gerade bei pearl.de oder zu pearl.de gesehen. Und der langfristige Preisvorteil liegt darin, dass Sie eben den Strom, den Sie hier erzeugen, nicht
an ihren Netzanbieter bezahlen müssen. Und das muss man sich immer wieder merken. Jeden Strom, den ich benutze und nicht bezahlen muss, das ist ein Gewinn für mich. Und zwar nicht nur jetzt, sondern auch die nächsten Jahre. Und so eine Solaranlage sollte einmalig auch fest installiert sein, zumindest das Solarpanel. Aber die rentiert sich ja nicht nur diesen Sommer, sondern auch im nächsten oder übernächsten Jahr oder in 3 Jahren. Und das ist das Wichtige. Also ich bin absolut fasziniert hier, dass wir eine Solaranlage, ein Solarkraftwerk für unter 140 Euro Ihnen anbieten dürfen, hier in dieser Fernsehsendung. Die Bestellnummer ist die MW1035 und die 569. Das ist der Speicher, hier sehen wir ihn nochmal. Also wirklich, den kann man mit dem kleinen Finger hochheben. Das ist eine tragbare Steckdose, Rebecca. Ist das nicht irre? Finde ich total super. Also wenn man es dann von der Fensterbank wegnehmen kann und einfach verwenden kann. Ich glaube, Klassiker wäre bei mir immer das Handy nur noch da anstecken. Ja. Mindestens das Handy, ne? Tablet, PC und so weiter und so fort. Also das ist schon wirklich genial. Wir haben übrigens noch eine weitere Variante für Sie mitgebracht. Der Speicher sieht nicht nur größer aus, der jetzt hier dabei ist, ne? Ganz andere Dimension, das können wir sagen. Und wir haben ja von der Fensterbank oder von der Solaranlage für jedermann gesprochen. Das gilt auch für WG-Räume, also da hat man auch ein Fenster. Oder auch für Einzimmerwohnungen, da ist auch ein Fenster. Und nochmal, das muss nicht so aussehen. Hier können weiter Ihre Blumen stehen, ja, aber wir möchten die Zusammengehörigkeit zeigen. So, das ist jetzt wieder das 60 Watt Solarpanel unter der Fensterbank. Aber dieser Speicher ist um einiges größer. Und ich möchte hier auch mal ganz das Display anmachen, was übrigens aus Stromspargründen, na, von hinten ertasten ist ein bisschen schwierig, gleich wieder ausgeht. Aber da sehen wir den Füllstand und wir sehen bei Entnahme, wie lange der Strom noch hält. Und hier können Sie jetzt Geräte, ich erinnere an die erste Anlage, bis 100 Watt, hier bis 600 Watt betreiben. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Dimension. Jetzt haben wir den kompletten Homeoffice-Bereich, den ich damit versorgen kann mit Strom. Den Fernseher, einen Beamer, einen Receiver, natürlich den Computer, den Drucker, den, ich kann gar nicht mehr aufhören mit zählen. Also alles, was 600 Watt an Leistung maximal hat, kann hiermit betrieben werden. Und da gibt das Geldsparen schon eine ganz andere Dimension. Natürlich haben wir hier, logisch, weil der Speicher größer ist, eine höhere Anschaffung, aber auch der Nutzen wird wesentlich größer, versechsfacht, wenn man sich das genau anschaut. Eine große Speicherkapazität haben wir hier und somit ist das eigentlich auch die meistverkaufte Fensterbank-Solaranlage. Und hiermit könnten Sie sogar mal in die Werkstatt gehen und eine kleine Säge, eine kleine Bohrmaschine oder Ähnliches damit betreiben. Das ist wieder die Flexibilität des Speichers. Einfach ausstecken. Sie sehen, der ist jetzt auch verbunden hier. Alle Kabel sind dabei mit unserem Solarpanel. Aber wenn er dann voll ist, was ich ja sehe, hier vorne im Display, wenn ich hier einmal drauf drücke, wenn er voll ist, nehme ich ihn einfach runter und betreibe meine Geräte und nutze den Sonnenstrom. Und das übrigens auch, wenn die Sonne schon lang untergegangen ist. Hier sind wir sogar in einem Bereich, den man einsetzen könnte als Notreserve im Falle eines Stromausfalls, weil mit 600 Watt kann ich auch mal Beleuchtungselemente oder anderes, also wirklich den Notstrom bei mir zu Hause sichern, weil ich dann nicht ganz ohne Strom bin. Und dann natürlich auch wieder ganz vorne, das rate ich auch jedem, der so eins oder ein ähnliches System hat, erstmal angewöhnen, alle USB-Geräte hier zu laden, anstatt an der Steckdose. Ja, und ich glaube schon allein, das wird eine enorme, übers Jahr gesehen, eine enorme Ersparnis geben und alles Weitere ergibt sich dann. Es liegt natürlich an ihrer, wie soll ich sagen, Disziplin, wie viele Geräte Sie hier und wie oft Sie das betreiben, wie viel Geld Sie sparen können, aber das Potenzial ist riesengroß. Ja, ich glaube, so viel Disziplin ist da gar nicht gefordert, weil Sie ganz schnell verstehen werden, dass das hier einen Wahnsinnsnutzen hat. Sie haben gehört, 6-facher Nutzen hier, aber nicht zum 6-fachen Preis. Sie bekommen den TV-Sonderpreis und der ist auch hier wieder sehr besonders günstig. 369,90 €. Schauen wir uns gerne im Vergleich zu Pearl.de nochmal an. Da liegt nämlich der Preis normalerweise bei über 500 Euro. Aber hier, wie gesagt, für Sie nochmal ultra günstig unterwegs. Und günstig fahren Sie dann auch in den nächsten Tagen, sobald Sie Ihr Solarkraftwerk in Betrieb genommen haben. Und das ist schon fantastisch, weil es endlich uns handlungsfähig macht bei den ganzen steigenden Preisen hier und da, denen wir uns konfrontiert sehen. Da muss man sagen, das ist jetzt nicht nur eine Spielerei. Das ist nicht einfach nur, ich gönne mir mal was. Nee, nee, nee.
Das ist eine clevere Investition, von der Sie die nächsten Tage sehr viel haben werden. Ja, mit Sicherheit. Aber das Problem bei Strom ist, die Abrechnung kommt immer erst ein Jahr später. Du kannst das nicht greifen. Jetzt hat man vielleicht sogar ein Schreiben vom Anbieter bekommen, was sehr wahrscheinlich ist. Erhöhung zum 1.4. um so und so viel. Ja, das wird von Ort zu Ort verschieden sein. Aber okay, das liest man, aber man kann es nicht begreifen. Im nächsten Januar oder Februar, das ist für die meisten der Abrechnungszyklus, dann kommt das richtige Schreiben und da steht unter Umständen eine große Nachzahlung drauf. Und dann denkt man, Mensch, hat sich das so ausgewirkt? Ja, und vielleicht haben Sie auch in diesem Jahr schon von letztes Jahr, und da galt noch der Strompreisdeckel, eine Nachzahlung gehabt. Und dann sage ich immer, hätten Sie diese Nachzahlung, ja, hätte, ich weiß, aber hätten Sie diese Nachzahlung schon letztes Jahr investiert, wäre es gar nicht erst zur Nachzahlung gekommen. Und schon allein das durchs Vermeiden der Nachzahlung wären die Anlage schon fast refinanziert. So weit denkt man nicht hinaus, aber denken Sie jetzt wirklich einmal an die Abrechnung im nächsten Jahr. Strom ist anders als Benzin. Wenn ich jetzt an die Tankstelle fahre, muss ich das bezahlen. Wenn ich einkaufen gehe, muss ich das bezahlen. Ich merke diese extreme Preissteigerung, die es ja in manchen Bereichen unbestritten gibt, sofort. Bei Strom merke ich es mit einem Jahr oder sagen wir jetzt ab heute einem Dreivierteljahr Zeitversatz. Und dann ja, kann es schon fast zu spät sein, weil die Summe dann richtig hoch werden kann. Also lassen Sie es nicht so weit kommen, dass Sie sich ärgern werden, wenn Sie wieder eine Nachzahlung haben werden. Hier heißt es, jetzt schon präventiv aktiv werden. Die Artikelnummer gibt es von mir, das ist die MW 1061 und die 569. Wie gesagt, für Ihr komplettes Kraftwerk, bestehend aus dem Solarpanel und dem Speicher, dem Stromspeicher. Da werden Sie in Zukunft Ihre Geräte aufladen oder auch betreiben, um kostengünstiger unterwegs zu sein, als Sie es bis dato waren. Ganz einfach haben Sie hier das Solarpanel angebracht. Es ist auf sehr kleinem Raum zu benutzen und wissen Sie was, wenn Sie es in einer Mietwohnung auch noch angebracht haben, Sie können es ganz einfach nach Mietende, nach Umzug oder beim Umzug einfach mal mit unter den Arm klemmen und abmontieren und dann ist es auch überhaupt gar kein Problem. Apropos montieren, Sie wollen natürlich entsprechend auch ausgestattet sein mit gutem Zubehör, was wir Ihnen mitgebracht haben in dieser Ratgebersendung auch. Und da haben wir einen perfekten Rat für Sie, wie Sie ideal durch das Fenster sozusagen durchkommen zwischen Solarpanel und Stromspeicher. Ja, logischerweise muss das Solarpanel außen angebracht werden, der Speicher innen. Wie komme ich durchs Fenster ohne bauliche Veränderung? Also bitte nirgends ein Loch bohren, ganz einfach mit diesen Fensterdurchführungen. Die sind gerade mal 1 Millimeter dick, sodass sie durch jede Gummidichtung durchzuführen sind, ohne das Fenster und ohne das Kabel zu beschädigen. Und auch den Fluss, der wird auch nicht beeinträchtigt. Deshalb mein Tipp, bestellen Sie es einfach gleich mit. MW 1301 und die 569. Ist die Bestellnummer für diese flache Solarkabel-Fensterdurchführung. Einfach mit dazu bestellen. Es ist ein System, was einfach nur zusammengesteckt werden muss. Jetzt wollen wir das Solarpanel natürlich auch noch wind- und wetterfest anbringen. Da war auch eine Lösung für Sie. Ja, eine dringende Bitte von mir an Sie, wenn Sie ein Solarpanel installieren, dann sichern. Diese Z-Halterungen, Rebecca hält gerade eins davon in der Hand, ist ein Vierer-Set und unsere Solarpanel sind vorgebohrt. Und jetzt können Sie das ja nach menschlichen Ermessen sicher festschrauben, sodass es dann nicht plötzlich heißt, vom Winde verweht. Also bitte das damit dazu bestellen, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Mit der Artikelnummer MW 1230 und der 569 bestellen Sie die Z-Halterung einfach mit dazu und haben damit das Paket komplett. Wissen damit auch sofort, wenn es zu Ihnen nach Hause kommt, wie Sie alles anbringen. Also Solarpanel, dann einfach nur noch reinstecken in den Stromspeicher und dann haben Sie es. Dann müssen Sie es eigentlich gar nicht mehr anrühren, das Solarpanel, wenn Sie es dann auch so sicher angebracht haben. Deswegen macht das hier Sinn. Also Sie haben schon kennengelernt, es macht wirklich Sinn, in Solar zu investieren im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, die Sie vor Ort haben. Wenn Sie gegebenenfalls auch noch mehr Platz haben, zur Verfügung haben für ein größeres Solarpanel, dann ist die Empfehlung immer, da auch eine Stufe höher zu gehen, weil das macht Sinn, wirklich die Fläche auszunutzen, die Sie da haben, um noch mehr rauszuholen und noch mehr von den Stromkosten, die da auf Sie zukommen mögen, abzufedern. Ja, und noch viel mehr Möglichkeiten haben wir. Aber ich möchte jetzt noch mal ein Thema kurz aufgreifen, bevor wir zu diesen einzelnen Anlagen kommen, was wir vorhin hatten. Und zwar
Mehrwertsteuer. Es gibt das Jahressteuergesetz, das seit Anfang letzten Jahres gilt und das eben für Photovoltaikanlagen. Und das besagt bei, und da schauen wir es uns mal grafisch angestellt, wann, oder es besagt wann 19% bzw. wann 0% Mehrwertsteuer gelten. Ja, wir sehen das hier. Das ist keine Wahl, die Sie treffen. Sie müssen überlegen, wo wollen Sie das einsetzen? Klar, unsere Fensterbank-Solaranlagen, die bringt man zu Hause an. Da dürfen wir mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Aber wenn Sie jetzt gerade bei den nächsten Anlagen das gewerblich einsetzen wollen, Camping- und Bootsbereich, Schrebergarten oder im Ausland, dann müssen Sie mit 19% Mehrwertsteuer bestellen. Das sind alles tolle Anwendungen. 0% dürfen Sie, wie bei den Fensterbank-Solaranlagen, eben, wenn Sie das zu Hause an privaten Wohngebäuden oder angrenzenden Objekten anbringen. Das kann auch mal eine Garage, ein Gartenhäuschen sein und die Gesamtleistung 30.000 Watt nicht übersteigt. Das sollte in den aller seltensten Fällen der Fall sein. Das ist Ihr Vorteil, den Sie jetzt noch haben mit diesen 0%. Wir konzentrieren uns in dieser Sendung hauptsächlich auf die 0%, also Festinstallation zu Hause. Und schauen uns die erste Anlage mal mit ganz trockenen Zahlen an. Wir haben ein Solarpanel, welches jetzt erheblich größer ist, noch eine größere Leistungsaufnahme, 430 Watt und einen Stromspeicher, der auch in der Lage ist, das zu speichern. Und bei dem habe ich dann die Chance, Geräte bis zu 1200 Watt alleine hier über die 230 Volt Steckdosen zu betreiben. USB ist selbstverständlich auch dabei. Kommen wir zur Qualität. Solarpanel, das ist wirklich beste Qualität. Patentierte Fullscreen-Technologie. Man spricht hier nicht ohne Grund von Industriequalität, weil solche Solarpanel werden derzeit bei ganz großen Industrieanlagen verwendet und verbaut. Und warum? Weil sie eben höchste Qualität haben, Langlebigkeit und wartungsfrei sind. Und dann kommen wir zur Qualität des Stromspeichers. Das hier sind Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, die sich durch viele positive Eigenschaften auszeichnen. Das ist natürlich für mich ganz wichtig, eine Langlebigkeit, eine hohe Sicherheit. Es ist eine bewährte Technologie und Umweltverträglichkeit. Hier sollte auch nicht zu kurz kommen, denn schon allein beim Bauen dieser Akkus werden weniger Schwermetalle verbaut als bei anderen Technologien. Also auch das wichtig. So, jetzt hatten wir es eingangs vom Geld sparen. Viele haben vielleicht letztes Jahr Nachzahlung bekommen und sagen, dem möchte ich jetzt entgegenwirken. Das hier ist prädestiniert. Ein bisschen diszipliniert. Abends, sage ich mal, mit dem Sonnenstrom, den Sie tagsüber generiert haben, vielleicht den Fernseher oder die Musikanlage oder die Playstation der Kinder hier mit diesem Gerät betreiben. Und dann ist man wirklich auf der sicheren Seite. Ingo, ich habe dich noch gar nicht gefragt, aber viele bei unseren Kollegen, wir haben ja durchgefragt, hatten Nachzahlungen. Nachzahlung. Einer arbeitet mit einem ähnlichen System, der hatte 280 Euro Rückzahlung vom Netzanbieter. Also hattest du auch eine Nachzahlung? Ich hatte eine Nachzahlung letztes Jahr und die war nicht zu knapp. Es waren 800 Euro. Das war nun Heizung und Strom zusammen. Ich denke, 400 davon waren Strom. Wow. Aber das bin ich alleine in Dassel, Single-Haushalt, kleine Wohnung. Ich kann mir das kaum vorstellen, wenn man jetzt normal mit einer Familie wohnt, 3-4 Personen, ganz normal, 3-4 Zimmerwohnung oder sowas, da wird das mit Sicherheit noch ganz andere Sachen, ganz andere Dimensionen annehmen. Aber mir hat das wehgetan. Ja, das würde jedem wehtun. Das ist ja eine Woche Urlaub im Prinzip. Einfach mal so, wie viel, 800 Euro auf den Tisch legen? 800 Euro. So einfach mal, weil ein Schreiben kommt. Nee, tut ein bisschen weh. Eine Anwendung, ganz, ganz klar, und das dürfte auch der Hauptgrund für viele sein, warum sie sich eine Solaranlage kaufen, weil es geht ums Geld. Die Investition ist schnell vergessen, die Rentabilität ist über viele Jahre gesichert. Aber es gibt weitere Anwendungsmöglichkeiten und eins davon ist zum Beispiel, Sie können Gebäude damit ausstatten, mit Strom, die gar keinen Strom haben. Doppelgarage, Gartenhaus. Auf dem eigenen Grundstück wäre das auch 0% Mehrwertsteuer, also laut Jahressteuergesetz. Und jetzt kann ich hier ganz einfach mal eine Werkstatt draus machen. Der Papa will die Bohrmaschine, aber in der Garage. Und das geht jetzt, ohne dass man teure Akkugeräte kaufen muss. Und der dritte Punkt, und das ist für mich auch noch was ganz, ganz Wichtiges, ist Netz- oder Stromsicherheit. Weil viele
haben in letzter Zeit Stromausfälle, aus welchen Gründen auch immer, erlebt. Hattest du letztes Jahr einen Stromausfall in Göttingen? Ja, in Göttingen gab es einen Stromausfall. Ich glaube, da war sogar das Klinikum betroffen. Also nochmal ganz andere Dimensionen. Die haben dann Notstromaggregate, aber da genau, kommt es auch in Schwitzen. Ja, eben, absolut. Und man macht sich dann schnell Gedanken, okay, wie werde ich denn jetzt aktiv, wenn bei mir Stromausfall ist? Ich denke, also bei mir ist es immer so, in den ersten Minuten ist es noch aufregend. Ne? Da denkst du dir auch, ach ja, okay, ich mach's mir gemütlich und Kerzen und tralala. Aber ganz schnell kommen wir an den Punkt, wo wir merken, dass wir sehr stromabhängig sind. Ne? Und dann geht es ganz schnell, wo wir gerade über das Klinikum gesprochen haben, natürlich gibt es auch Familienmitglieder, die stromabhängig sind, tatsächlich auch in Form von medizinischen Gerätschaften oder sowas. Will ich mich natürlich absichern. Ja, also ganz, ganz klar, da hast du recht, auch schon allein, dass die Panik weg ist. Aber hier haben wir ein paar Schlagzeilen und Sie haben es vielleicht gesehen, da stand ganz am Anfang, RWE schaltet weitere 5 Kohlekraftwerke ab. Es gibt ja auch den Kohlekraftwerkausstieg, der soll bis 2030 vollzogen sein. Und jeder, der ein bisschen Zeitung lesen kann, weiß, dass wir jetzt eigentlich schon am Rande der Möglichkeiten sind. Jetzt werden, ich habe gelesen, 8 Gigawatt Stromproduktion Ende des Monats noch mal abgeschaltet. Das heißt, entweder wir müssen extremst Strom sparen oder wir kaufen noch mehr Strom aus dem Ausland. Aber da sehen wir, der Bundesrechnungshof warnt auch vor einem Blackout. Ein Blackout, müssen wir noch mal kurz erklären, ist kein kurzfristiger Stromausfall in Ihrer Straßenzeile. Das ist wirklich ein großflächiger Stromausfall. Der könnte gezielt abgeschaltet werden. Dann wäre es ein sogenannter Brownout. Und wenn es kommt wegen Überlastung, dann ist es ein Blackout. Überlastung, ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, und zwar, wenn Sie Ihren ganz kleinen Stromkreislauf im Haus überlasten, ja, dann fliegt eine Sicherung raus. Dann ist nicht nur dieses eine Gerät außer Betrieb, sondern im Prinzip der ganze Stromkreis. Ja, Sie gehen dann hin, machen die Sicherung wieder rein, aber das funktioniert im Großen nicht, und deshalb halte ich Stromsicherheit auch für ein wichtiges Thema. Hier übrigens noch als letzter Hinweis, sind wir auf den letzten Stückzahlen. Es könnte in den nächsten Tagen, und das wird auch passieren, dass da einfach ein roter Balken durch ist, beziehungsweise dass das diese Kombination aus unserem Programm verschwindet. Schauen wir kurz auf pearl.de, was Sie sparen. Sie sparen 150 Euro fast hier. Unser Preis ist unter 1.000 Euro für Ihr Solarkraftwerk, was Ihnen Sicherheit gibt bei Stromausfällen, bei Blackouts, was Sie natürlich auch dazu ermächtigt, hier selber Strom zu produzieren, den zu benutzen und nicht bezahlen zu müssen. Das ist das tolle Argument, was gerade im Moment so viele Leute beschäftigt. Wie kann ich meine Stromkosten drosseln? Ganz einfach, indem Sie selber Strom erzeugen. Die 0% Mehrwertsteuervarianten, die Bestellnummer sage ich Ihnen noch, ist die MW 1191 und die 569. Denken Sie dran, wir sind hier wirklich auf den letzten Stückzahlen. Ich habe keine Ahnung, ob wir das nochmal wiederbekommen, wann wir es wiederbekommen. Da sollten Sie jetzt zugreifen, wenn das Ihr Modell war. Jetzt kommen wir zum Klassenprimus. Ich nenne ihn immer Klassenprimus, weil das unser größtes und leistungskräftigstes Solarkraftwerk ist. Ja, und wir sehen, Rebecca versucht gerade die Spitze zu erreichen. Wird schwierig bei 2,27 Meter. Denn hier haben wir, und einmal kurz zu den nackten Zahlen, ein Solarpanel, welches eine Leistung bis zu 550 Watt aufnimmt. Und auch der Speicher, legen wir noch mal eins drauf, einerseits in der Kapazität, Speicherkapazität 1,92 Kilowattstunden. Und auch die Leistungsfähigkeit. Hier sind die Steckdosen auf der Seite. Ich kann es Ihnen kurz zeigen. Da sind sie. Ja, da sind sie, die zwei. Hier haben wir eine Leistungsfähigkeit bis 2400 Watt. Auch hier, also mächtig eins draufgelegt. Das können wir uns auch sichtbar machen hier. Da sehen wir auch den Füllgrad. Ja, also das sind die nackten Zahlen. Und hier muss ich jetzt kurz in die 19% Mehrwertsteuer abrutschen, weil das auch eine tolle Idee ist. Ein guter Bekannter von mir hat mit diesem System seinen Schrebergarten mit Strom ausgestattet, weil dort kein Strom und kein Wasser ist. Aber Strom hat er jetzt. Das hier einfach installiert, den Speicher innerhalb seiner Hütte, die er auf dem Gartengelände hat. Und jetzt hat er dort die Stromversorgung. Wäre mobiler Einsatz 19%. Aber auch für zu Hause ist es, glaube ich, heutzutage notwendig, dass man sich da ein bisschen absichert. Wir versichern uns ja gegen alles Mögliche, gegen Hochwasser, gegen Erdbeben, gegen Brand und was weiß ich noch alles. Aber es gibt keine mir bekannte Versicherungspolice, auf der steht Versicherung gegen Stromausfall. Das hier ist sie. Bei dir, Rebecca, weiß ich, bei dir in der Familie hat dein Vater oder deine Eltern haben gesagt, wir haben so eine Stromversicherung, wenn irgendwas ist, lasst uns bei uns treffen. Genau. Ja, natürlich haben wir diese Schlagzeilen auch gesehen, die wir gerade eingeblendet haben.
gesendet gesehen haben. Ne? Und da, wir haben ja gesehen, es sind nicht wenige Schlagzeilen. Das Thema begleitet uns, es begleitet uns ständig. Ich bin froh, dass bisher noch nichts passiert ist. Aber um ehrlich zu sein, ich bin auch froh, dass ich sofort weiß, was Sache ist, wenn dann der Stromausfall da ist. Und wenn ich merke, oh, es sind jetzt schon einige Stunden vergangen und es ist immer noch nichts passiert, der Strom ist immer noch weg, dann habe ich die Verlässlichkeit. Ich weiß, wo ich hingehen kann, wo da der Strom da ist. Und insofern bin ich total dankbar, dass ein Teil der Familie sich da für alle Familienmitglieder einmal Gedanken gemacht hat und wir da auf der sicheren Seite sind. Gibt einfach ein gutes Gefühl, gerade was diese Schlagzeilen angeht. Aber gerade bei diesem Modell finde ich so fantastisch, das ist keine Versicherung, die auf den Einsatz warten wird, sondern wir werden sie tatsächlich auch schon im Vorfeld ständig nutzen können. Ja, wer clever ist. Wer unclever ist, stellt sich einfach nach zu Hause hin und sagt, jetzt warte ich, bis der Stromausfall kommt. Wer clever ist, der sagt, ich nutze das jeden Tag. Und zwar tagsüber lasse ich es füllen und nachts benutze ich oder auch abends oder auch während es geladen wird, benutze ich den Strom in der Gewissheit, dass das meine Stromrechnung erheblich mindern wird. Übers Jahr gesehen und das dann eben nächstes Jahr nicht der Schock einer Nachzahlung, sondern im besten Fall, wie bei unserem Kollege Carsten Roland, eine Rückzahlung ins Hause steht. Und das ist eben das Clevere. Wichtig ist auch im Falle eines Stromausfalls, da raten ja viele Politiker, auch in ganz Europa übrigens, zu Notstromaggregaten. Die haben das Problem, dass sie mit brennbaren Mitteln, also mit Brennstoffen arbeiten, die meisten mit Benzin oder Diesel, die musst du dann erstmal wieder kaufen und musst die bevorraten und nachfüllen. Das hier ist ein autark funktionierendes System. Ich mache ins Display noch mal kurz an, machen wir hier auf der Seite noch an, die 230 Volt, so, dann bleibt es auch an. Hier dieses System, natürlich kann der Speicher irgendwann mal leer sein, aber der wird spätestens am nächsten Tag mit dem Sonnenaufgang durch das Solarpanel wieder aufgefüllt und somit ist es ein in sich geschlossenes System. Wichtig auch hier, das funktioniert immer. Und wenn, jetzt übertreibe ich wieder mal, man sagt das redensartlich gerne, wenn um sie herum die Welt untergeht, funktioniert dieses System. Und dann kann wirklich passieren, was will. Sie haben die Versicherung für sich und im besten Fall auch, wie bei Rebekkas Eltern, für die ganze Familie, denen man dann sagt, du, wenn sie nicht mehr im Haus wohnen, wenn was ist, kommt zu uns, hier haben wir Stromversorgung, da bringen wir uns gemeinsam durch, bis wieder alles normal ist. Also wirklich nicht so eine Anlage kaufen und sagen, jetzt warte ich und drehe Däumchen, bis so ein Riesenstromausfall kommt. Nein, clever nutzen. Und wenn kein Stromausfall kommt, dann haben Sie hier trotzdem die Möglichkeit, Ihre Stromrechnung zu deckeln. Sie wissen vielleicht, die Strompreisbremse ist ja zum 31.12. ersatzlos gestrichen worden. Das heißt, jetzt sind wir ausgeliefert. Die Strompreise steigen wieder zum 1. April, also in wenigen Tagen, wurde vorhergesagt, massive Preiserhöhungen von über 100 Anbietern. Und Ingo, da kann man schon Angst kriegen, was, ich sage jetzt mal, die finanzielle Planung übers Jahr natürlich angeht, weil wenn dann im nächsten Jahr wieder eine riesen Nachzahlung ansteht, dann wissen viele Familien, vielleicht auch Sie, nicht, wo soll ich das Geld jetzt noch hernehmen? Ja, ganz, ganz einfach. Ihre großen Energieversorger, das kann diese Anlage, Ihre großen Energieversorger im Haushalt, Waschmaschine, Spülmaschine, Bügeleisen, Wasserkocher, all diese Sachen, die sehr viel Strom brauchen, die eben jenseits der, die so knapp an die 2000 Watt brauchen, können Sie jetzt mit Solarstrom betreiben. Die kosten sonst richtig viel Geld im Betrieb. Und das ist der Vorteil, den man hier hat. Mein Gott, jetzt im Winter, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich meinen Heizlüfter nur angeguckt habe. Weil ich denke, oh Gott, der kostet mich jetzt wieder 1 Euro die Stunde, wenn ich den benutze. Den kann man jetzt hier mit Solarstrom betreiben. Wir haben auch hier wieder einen TV-Sonderpreis, der sich gewaschen hat. Wir schauen mal bei Pearl.de, da kostet der nämlich 1930 Euro. Sie sparen hier 230 Euro fast, weil Sie jetzt Pearl TV schauen. Ein einmaliges Angebot, natürlich versandkostenfrei für Sie. Unser Klassenprimus, der größte und mächtigste Solaranlage, die wir Ihnen hier vorstellen. Und Ralf, es ist ja auch so einfach, es ist nur zusammenzustecken. Es ist ein Stecker reinstecken. Das Kabel ist dabei, das Anschlusskabel, die Adapterkabel. Man kann nichts falsch machen. Also selbst ein absoluter Laie. Auf eins möchte ich noch aufmerksam machen, aber das sage ich immer wieder, egal für was für eine Anlage Sie sich entscheiden, das Solarpanel sollte möglichst sicher fixiert werden, dass es nicht vom Winde verweht wird. Also dann
haben Sie es wirklich geschafft und jetzt haben Sie nur noch einen Schritt zu tun. Holen Sie das für Sie passende System. Wenn Sie natürlich in einer kleinen Wohnung wohnen, holen Sie sich eine Fensterbank-Solaranlage. Wenn Sie ein bisschen Platz auch auf dem Balkon haben, wäre das hier optimal. Und wenn Sie, wie wir gesehen haben, so eine Fassade haben, eine freistehende, montieren Sie das. Aber tun Sie was. Erstens, um Ihren Strompreis zu mindern und zweitens natürlich für die Sicherheit für Sie und Ihre Familie. Im Übrigen steht es Ihnen natürlich auch frei zu kombinieren. Das machen nämlich auch schon einige Kunden. Einfach rausholen, das Maximum rausholen. Hier mit dieser Anlage, die wir Ihnen gerade zuletzt präsentiert haben, holen Sie viel raus. Die Bestellnummer ist die MW1185 und die 569 in der 0% Mehrwertsteuervariante für die Installation zu Hause, zum Beispiel als Versicherung. Aber ich fand auch die Idee mit dem Schrebergarten sehr gut. Falls das auch Ihre Anwendung sein sollte, dann bestellen Sie mit der ZX9187 und der 569.